Es geht weiter mit unserem großen Jahresrückblick für die erste Halbjahreshälfte. Dann geht es weiter mit unserer Meinung zu Nintendo Switch OLED. Und wir reden noch ein kleines bisschen über die State of Play, wenn wir denn Zeit haben. Viel Spaß jetzt hier mit dem G-Talk. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe des G-Talks hier an meiner Seite. Fabian Käufer, mal wieder. Hallo, ist der G-Talk der neue offizielle Titel oder hast du das gerade spontan improvisiert? Das gefällt mir sehr gut. Das ist der offizielle Titel eigentlich seit Wochen. Ich habe den letzte Woche leider nur vergessen. Ah, der G-Talk. G-Talk hört sich für mich hier ein bisschen so an. Kennt jemand noch Erika Berger von RTL damals? Nein. Die hat Telefonanrufe entgegengenommen und dann einem Tipps gegeben für die richtigen Gs. Ja. G-League sitzt auch an meiner Seite. Hallo, guten Tag. So, Freunde, wir haben letztes Mal aufgehört mit dem großen Halbjahresrückblick. Eigentlich wollten wir alles in einer Sendung machen, hat aber nicht funktioniert. Deswegen versuchen wir hier den zweiten Anlauf, werden den Mai und den Juni besprechen. Danach, wie gesagt, geht es weiter mit unserer Meinung zu Nintendo Switch OLED. Ich glaube, da haben wir alle drei eine Meinung, die wir hier diskutieren möchten. Und wenn es denn die Zeit zulässt, werden wir noch ein kleines bisschen über die State of Play sprechen. Da hat Sony letzte Woche nochmal ein bisschen was gezeigt, was Third Party angeht und Deathloop ein klein bisschen besser präsentiert. Dazu aber später mehr. Wir gehen weiter. Halbjahresrückblick Mai. Und da hat der große Titel natürlich großartig in den Schatten gestellt. Und zwar ist das Resident Evil Village. Wir haben relativ viel darüber gesprochen hier im Game Talk. Mhm. Gregor hat es durchgespielt. Fabian, ich bin mir relativ sicher, dass du es auch mittlerweile durchgespielt hast. Auf dem Sender. Wir haben es auch auf dem Sender gespielt. Ach ja, stimmt. Dann können wir das ja relativ kurz und knackig abhandeln. Eure Meinung zu dem Titel nochmal. Finde den nach wie vor super, hat mir viel Spaß gemacht, habe ihn sehr schnell durchgespielt, finde es technisch sehr gelungen. Hab vielleicht ein bisschen was anderes hier und da erwartet, weil im Vorfeld zum Beispiel Lady Dimitrescu so nach außen gekehrt wurde in der Kommunikation und das ja dann eher so ein bisschen so eine Freakshow-Ansammlung war, wo sie ein Teil davon war, was aber nicht schlimm war, ansonsten abwechslungsreich, was die Gebiete angeht. Solides Actionspiel darunter, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen tatsächlich. Ja, und will mich jetzt auch nicht so groß wiederholen, haben wir schon viel dazu gesagt. Mir hat es auch ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Sehr schöne Horror-Action-Ausgabe mit einer Weiterentwicklung des Resident Evil 7-Prinzips, wo ich dann immer noch aber weiterhin sagen muss, ich hätte gern so ein klein bisschen größeren Horror-Faktor ganz gut gefunden. Mhm. Also einfach der Grusel an sich, weil gegruselt habe ich persönlich mich recht wenig in dem Game. Was die aber ganz gut hinbekommen haben, ist die Abwechslung, dass du mal Passagen hattest, die richtig actiongeladen sind, dann ein bisschen Rätsel zwischendurch, dann wieder so stimmungsvoll mal für 30 Minuten, wo du ohne Kampf auskommen musst. Und da haben sie eine gute Mischung gefunden dieses Mal. Production Value ist natürlich sehr, sehr, sehr hoch. Das findest du in dem Genre, vor allem weil Resident Evil in diese Ego-Perspektiven-Richtung gegangen ist, eher weniger, denn sonst bist du im Low-Budget-PC-Horror, wo sehr viele ähnliche Titel dann sind und dann ist das doch schon mal ein anderer Schnack. Im Nachhinein muss ich sagen, es halt nicht so ganz nach wie Resident Evil 7. Wir haben es damals eben durchgespielt und das war es dann auch. Ich habe jetzt nicht so groß das Interesse, mich direkt gleich nochmal dran zu setzen oder mich nochmal über die Welt zu informieren und andere Sachen, die da passieren, sondern ist erstmal abgehakt. Ich freue mich dann aufs nächste Spiel, was kommt und eventuell aber DLC. Der war noch interessant, weil ich habe noch mitbekommen, dass da wohl einige Teile rausgeschnitten wurden aus dem Spiel. Oh, echt? Ja, wir haben da diese eine Dame gesehen, die nur früh im Spiel vorkommt, in dem Haus, was anfängt zu brennen. Die sollte wohl mal ein größerer Teil des Spieles sein, mit eigenen spielbaren Passagen. Also das ist alles natürlich gerüchteweise von dem, was jetzt so an Infos über das Spiel herauskommt. DLC würde ich mich auf jeden Fall freuen und wenn es ein bisschen gruseliger wird, gerne auch. Vielleicht sogar ein VR Modus dann ausprobieren, ansonsten aber schön top gemacht. Dieser etwas korpulentere Charakter, das ist der Waffenhändler, oder? Das ist der Waffenhändler. Hat der irgendwie noch eine Backstory oder so? Weil den finde ich richtig geil. Da habe ich richtig Lust, mich mit dem mal ein bisschen zu beschäftigen. Der hatte mal mehr Backstory, glaube ich, war das. Ja, der hat bestimmt einen, aber im Spiel wird das nicht groß thematisiert. Da ist der einfach da. Ja. Ja, er sollte mal eine größere Relevanz spielen. Auch alles bisher, was von so Design-Dokumenten oder sowas durchgesickert ist. Da wird ja immer gebaut und entschieden, was da ist. Potenzial ist da auch nochmal ein bisschen mehr drumherum zu schauen, weil Charakterdesign können sie bei Capcom. Ein bisschen mehr Relevanz, was Nebencharaktere angeht. Da legt ein Spiel besonders viel Wert drauf, und zwar ist das Mass Effect. Das kam auch im Mai raus für die aktuellen Konsolen, auch für Next Gen, glaube ich sogar. In der alten Version dann. Genau. Also die
upgraded Spiele drauf. Ja, in der Remastered-Version, Gregor, du bist großer Fan von Fabian, weiß ich gar nicht, ob er die Reihe kennt oder gespielt hat, deswegen kurz so dein Blick drauf. Ich habe sie damals nicht gespielt, die Spiele, und ich habe mich sehr offen damit versucht, jetzt auseinanderzusetzen. Ich habe es mal privat angefangen und ich habe es auch mit Gregor und Simon auf dem Sender hier einmal für 2 Stunden oder so gespielt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das halt voll dein Ding ist. Eigentlich schon. Ich finde allerdings, dass man den Action-Segmenten des Spiels schon anmerkt, dass das Spiel schon damals jetzt nicht unbedingt als ein Shooter konzipiert war, und die sind meiner Meinung nach ein bisschen ungelenk gealtert. Also da muss man schon recht leidensfähig, klingt zu negativ, aber man muss da schon einiges verzeihen. Und ich habe eben nicht so diese ganz vielen nostalgischen Erinnerungen an die Welt und die Charaktere. Das ist sicherlich alles interessant und sehr aufwendig und gut geschrieben und viele schillernde Figuren drin. Ich habe mich aber schwer damit getan, in das Spiel jetzt so richtig einzutauchen und zu sagen, ich setze mich jetzt nochmal 100 Stunden hin und spiele diese 3 Teile durch. So war es bei mir leider nicht. Also auch in dem grafisch ganz solide überarbeiteten Gewand merkt man, dass hier alte Spiele einfach drinstecken, die gerade in den ja doch recht häufig auftauchenden Shooter-Passagen einfach gealtert sind. Mhm. Ja, der erste Teil hat am meisten Überarbeitung dann abbekommen, weil der hat es auch am ehesten nötig, gerade weil es das Shooter-Gameplay dann angeht. Das hat, glaube ich, ein bisschen was mehr von Mass Effect 3 dann mit reinbekommen. Mhm. Ich persönlich großer Fan der Serie. Gerade Teil 2 ist in meiner Top 25 RPGs ever mit drin, ja, und auch weiterhin, gut. Also einfach als Action-RPG mit Fokus mehr auf Action als RPG, natürlich je weiter die Serie voranschreitet, mit sehr schönem Sci-Fi-Einsatz. War sehr schön, diese Spiele mal in moderner Fassung auch auf dem PC wieder erleben zu können, wo eine Controller-Steuerung von Haus aus funktioniert. Das stimmt, ich erinnere mich an deine Rants, die du hier immer wieder abgeliefert hast. Ja, ey, aber du merkst einfach, dass trotz aller Unkenrufe, die gerade Mass Effect 3 abbekommen hatte, von wegen, hey, das Ende ist ganz abrupt und ist nicht unbedingt das, was wir nach 100 plus Stunden über 3 Spiele verteilt uns erhofft hätten. Also viel von diesem Ärger ist so ein bisschen verpufft mit den Jahrzehnten, muss man sagen, dass man sich eher darüber freut, weil man jetzt im Vergleich mit späteren RPGs hat, die nicht so in die Tiefe gehen, die andere Ansätze verfolgt haben. Ich habe Mass Effect 1 nochmal durchgehauen. 2 und 3 habe ich noch auf Halde jetzt noch, weil einfach so viel gekommen ist in den Zwischenwochen, dass ich jetzt nicht direkt nochmal so viele Stunden investieren kann. Aber ich kenne die Games auch sehr gut, persönlich. Was mir wieder sehr schön am ersten Teil aufgefallen ist, ist, wie so aus dem Stand voll formiert diese Welt vorgekommen ist. Was die einzelnen Alien-Rassen angeht, die Verhältnisse untereinander, was tief in den Logs drin versteckt ist, die Dialoge, die du untereinander hast. Also ich fühle mich einfach in einer richtig voll ausgearbeiteten Sci-Fi-Welt, in die ich reingehen kann. Und wo du auch teilweise richtig coole Dialoge dann immer noch hast. Und das ist so ein Herausstellungsmerkmal, was nicht viele Serien bieten. Ging natürlich ein bisschen mehr in Action und nicht jeder mag das Ende, wie 3 ausgegangen ist. Aber dafür, dass du die in einem Paket hast, wo die Steuerung funktioniert, wo der DLC nicht extra gekauft werden muss, das mit modernen Rechnern oder Konsolen vernünftig ausschaut, ist schon vor allem sehr viel wert. DLC ist ein gutes Stichwort. Hast du, was den 2. und vor allem den 3. angeht, hast du die mal die angeschaut? Weil ich die DLCs aus dem 2. Teil, die kenne ich alle, die sind großartig. Ja, den 3., den habe ich nur in der Hauptversion gespielt, also nicht die DLCs. Und da heißt es ja immer, dass Normandy, also der DLC zu Normandy, dass er halt einer der besten DLCs aller Zeiten ist und ich nur Lobhudelei höre. Und das ist halt, glaube ich, einer der Hauptmotivationen, warum ich dieses Remaster vielleicht noch dieses Jahr anfange. Das wäre vielleicht mal ein Thema für ein Game Talk Spezial, die besten Standalone-DLCs. Ja. Weil manche Leute das zum Beispiel oder viele Leute loben doch den Bioshock 2 Standalone-DLC. Stimmt, ich, ne? Ja. Also toll, viel besser als das Originalspiel sein soll. Was ist ein Standalone-DLC? Ich glaube, der ist Standalone. Oh, nee, Bioshock 2 war glaube ich, nicht Standalone. Nee. Muss man trotzdem für 1 Euro das bei Steam nochmal extra kaufen. Wahrscheinlich. Ich habe den irgendwo in der Liste auf jeden Fall. Ich bin da tatsächlich in der gleichen Lage wie du. Ich habe beim 2er alle DLCs dann gespielt. Lair of the Shadow Broker und alles fantastisch. Ja, mega gut. Beim 3er extra, das war ja nochmal die Sache, du warst mitten in der Ära Online-Passes, die nochmal mit dabei waren, mit dem Multiplayer spielen. Stimmt, du hast recht. Plus Day-One-DLC, das ja dieser eine wichtige Charakter, Javik, dann komplett
entfernt war aus dem Spiel, wenn du nicht die 10 Euro extra ausgegeben hast, hatte ich nicht gemacht. Ich habe es mir damals für die 360 gekauft zum Vollpreis und ich habe diesen Charakter nie erlebt dazwischen. Mm, ne? Ja, und ich dieser Proteaner war das, genau, ne? der mit dabei ist, der anscheinend wirklich sehr viel nochmal beifügt zum Spiel. Ich kenne also auch nur die Urfassung von Mass Effect 3 und habe es immer noch gern genug gespielt. Das wäre auch eine Sache, die ich nochmal nachholen will, weil diese DLC-Politik von und Online-Pass-Politik von EA Anfang der 2010er, das war wirklich arschig. Schlimme Zeiten waren das damals mit diesen Online-Passes und so. Echt, die auch noch auslaufen irgendwann mal. Ne? Ich habe irgendwo noch PS3-Verpackung, da steht Online-Pass läuft ab 21.11.2014 oder so. Kann ich nie wieder online spielen, ne? Ja, das war noch diese Zeit, wo man händeringend nach einer Lösung gesucht hat wegen dem Verkaufs-, wegen dem Gebrauchtmarkt. Heutzutage mit Game Pass und so. Ja, ey, macht zu wenig mega Geld. Antiquiert, die Diskussion. Wie können wir nochmal ein bisschen was reinholen? Ich wollte gerade sagen, Tom Clancy muss wieder sein Brot buttern, aber das war ja bei Ubisoft. Und das ist mehr so seine Nachfahren jetzt. Machen wir weiter mit dem nächsten großen Spiel, das ich persönlich gar nicht angefasst habe, weil ich die ersten Bilder sahen zwar cool aus, war aber ein bisschen unsicher. Gregor, ich weiß, dass du es durchgehauen hast, und zwar ist das Biomutant. Durchgehauen nicht ganz, aber lang genug gespielt, sagen wir es. Viel länger als viele andere Leute. Das ist ein neues Open-World-Spiel von THQ Nordic, wenn ich mich nicht irre. Also die haben es zumindest gepublished. Sah eigentlich oder sieht immer noch super interessant aus, so auf dem ersten Blick. Hat aber, glaube ich, technisch ein paar Schwierigkeiten gehabt, vor allem, weil es ein an sich ambitioniertes Projekt ist. Wie waren so deine Eindrücke, als du das gespielt hast? Also technisch und strukturell vor allem, ne? Also du merkst, die Ambition dahinter war sehr groß, was wohl einerseits hast, wenn du ein kleines Team hast, da sollen ja hauptsächlich so 20 plus Leute dran gearbeitet haben für viele Jahre, die von erfahrenen Entwicklern gekommen sind, Avalanche Studios oder sowas, die schon Open-World-Games gemacht haben und hier eine, wie haben sie es genannt, Post-Apokalypse, also was nach dem Ende der Welt und noch später passiert, wenn dann es gar keine Menschen, sondern nur noch mutierte Tiere überall gibt, mit Resten der Welt, wo du dann auf einen großen epischen Quest geschickt wirst mit Fraktionen und verschiedenen Gesinnungen und Nebenaufgaben, die du erledigen kannst. Ich finde die Grundidee immer noch sehr cool. Die Ausführung, daran hat es gearbeitet häufig und das Spiel hat auch zu Recht seine Schelte abbekommen. Das Kämpfen fühlt sich ab und zu mal ein bisschen merkwürdig an. Gerade die Dialoge und das immer wieder unterbrechen mit Texten, die so sinnfreies Psychogebabbel dann hatten am Anfang. Das ging mir so gegen den Strich. Ich habe mich da trotzdem ein bisschen dann durchgequält am Anfang und ich meine in den Grunddetails, es macht Spaß, diese Welt zu erkunden. Ne? Wenn du auf den Stil stehst und über die Unzulänglichkeiten hinweg siehst, ist da ein durchaus interessantes Spielerlebnis drin, was auch immer ein paar andere Wege geht. Aber es ist eben sehr überambitioniert, weil es fischt in dem Gewässer, wo du eigentlich AAA hast mit 80, 100, 200 Millionen Dollar Budgets. Ja. Und wenn du in Horizon Zero Dawn dagegen sitzt, ne? Was ja, in allen kleinen Belangen. Ja, der Vergleich ist auch echt gemein. Es ist gemein, aber trotzdem sind die ja in dieses Open World Gefilde vorgegangen, ne? Und wollen eigentlich auch das gleiche oder fast das gleiche Geld haben. Kostet ja auch dann so an die 60 Euro. Ja. Ne? Aber kann es keine Nische? Ja, genau. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Ding. Aber ich fände so eine Nische für so Double A Open Worlds. Wäre echt interessant. Und ich fand, also die ganzen Bilder sahen ja geil aus, wie du so auf eine Hand reitest, diese schöne Szenerie mit den Lichteffekten, die verschiedenen Setpieces, die sehen schon geil aus. Und ich hätte es denen echt gegönnt. Aber was mich, glaube ich, so komplett von dem Spiel so losgeeist hat, war diese strukturellen Probleme, die du auch angesprochen hast, dass du auch so narrativ hier und da immer mal wieder so Einschübe bekommst. Der Erzähler ist da viel zu omnipräsent. Ach, und das sind so Sachen, die mich sehr, sehr schnell aus dem Erlebnis wieder rausreißen. Fabian, hast du eine Meinung zu dem Spiel? Nee, nicht wirklich, weil ich habe nur negatives Feedback eigentlich von Kolleginnen und Kollegen dazu bekommen. Deswegen habe ich es bis heute noch nicht angeschaut, weil das Problem ist ein bisschen, in diesem Genre der Open-World-Spiele ist die Konkurrenz sehr groß. Also auch Spiele, die da nicht top-notch sind immer noch in der Regel gut bis sehr gut. Man ist da vielleicht maximal ein bisschen gelangweilt von dem Konzept dieses Abarbeitens von großen oder von vielen Aufgaben in großen offenen Welten. Und da hat es dann ein Spiel, was in der Qualität offenkundig abfällt und dann eher so im Mittelfeld landet wie Biomutant. Das fällt dann eigentlich fast schon komplett raus, bevor man sich da hinsetzt und das mal anschaut. Ich werde das irgendwann noch mal machen. Aber meine Motivation, da jetzt noch mal signifikant Zeit reinzustecken, ist sehr gering.
Ja, es gab auch so eine gewisse Schere im Vorhinein im Internet, was so Hype-Erwartungshaltung, wie der teilweise auch geschürt wurde, gerade wegen den Sachen, die du genannt hast, weil ich kann mich auch erinnern, auf der Gamescom eine ganz frühe Fassung von Biomutant gesehen zu haben, dachte ich, ey, da sind ein paar coole Ideen drin, ne? Mal ein bisschen was anderes im Open-World-Bereich, was das Kämpfen angeht, das Charakterdesign, die Ideen, die Vehikel finde ich weiterhin sehr cool, dass du auf großes Mechas herumgehen kannst, dann mit dem U-Boot dann teilweise unterwegs bist. Also hat mir das Entdecken tatsächlich mal wieder Spaß gemacht. Das hört sich alles geil an. Hört sich alles sehr cool an, aber dann eben, wenn das Spiel kommt und dann im Gameplay nicht so ganz funktioniert, dich zulabert ohne Ende mit diesen narrativen Geschichten, die einfach so mir das Hirn zu Matsch haben werden lassen. Die ersten ein, zwei Stunden waren so ein bisschen, ich möchte einfach nur ausmachen und schlafen. Ne? So hat sich das angefühlt, aber irgendwann, wenn es so ein bisschen Klick macht, macht es Spaß. Wenn es vielleicht nicht mit dieser Erwartungshaltung dann zu dem Spiel gekommen wäre und du so dann das dagegen gehabt hast, hast du auf einmal hier die Vorberichte. Das sieht alles ganz spannend aus. Du bist ja auch normalerweise, wenn du so ein Preview machst, auch eher neutraler. Du siehst ja das Potenzial in dem Spiel und da wird ja noch dran gearbeitet. Und dann kommen teilweise so Wochen später die Reviews raus. Na, ist ein worst open world game ever. Und da siehst du so eine gewisse Diskrepanz. Deshalb ist auch so eine große Diskussion um den Titel drumherum entstanden. Über kurz oder lang, das fühlt sich für mich ein bisschen so an, der landet eh im Game Pass. No? Ja, das ist aber auch prädestiniert dafür. Da werden Leute den auch noch mal ein bisschen mehr entdecken und mit einer anderen Herangehensweise rangehen. Und ich hoffe zumindest, weil der hat schon verdient, dass man einen Blick darauf wirft. Wenn man die ultra teure Special Edition, wenn es so eine geben sollte, vorbestellt hat für viel, viel Geld und dann nicht das Game bekommt, was man sich erhofft hat, kann ich durchaus verstehen, dass manche Leute sauer gewesen sind. Dafür hat man eine schöne Figur. Ja. Sag mal, bevor wir in den Juni springen, darf ich noch mal einmal einen Rückgriff auf die Themen der letzten Folge eigentlich machen? Da ist mir nämlich noch was eingefallen. Selbstverständlich. Und zwar habt ihr beiden Returnal gespielt und das sie auch kurz angesprochen. Ich hatte gesagt, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe jetzt im Rahmen meiner journalistischen Sorgfaltspflicht das Spiel installiert und fleißig gespielt. Und ich würde gerne noch mal sagen, dass ich es prinzipiell als Spiel finde ich es überraschend fantastisch, muss ich sagen. Ich habe mal Bilder angemacht. Das sieht ganz toll aus. Es hat eine wahnsinnig gute Atmosphäre. Ich habe sofort gedacht, was ich da alles dafür bezahlen würde, wenn man mir ein Dead Space oder auch ein Metroid Prime zum Beispiel mit so einer Technik geben würde. Atmosphäre, Story. Story hier gar nicht überzubewerten, weil das häufig in solchen Roguelikes, also jetzt mal Hades ausgenommen, aber spielt das nicht so eine große Rolle. Aber hier ist es alles super faszinierend und interessant. Und das wäre alles aber auch nichts wert, wenn es nicht so einen geilen Flow hätte beim Spielen. Ich habe ein paar Stunden es richtig abgefeiert, wie viel Bock mir macht. Merke aber, weil ich es auch sehr, sehr viel gespielt habe in sehr kurzer Zeit, dass ich wahrscheinlich irgendwann an diesen Punkt komme, wo mir die Runs einfach zu lang werden und ich jetzt dann oft so da sitze und echt schnell abgefuckt bin, weil ich denke, krass, jetzt wieder eine Stunde verloren. An sich ein wirklich hervorragendes Spiel. Ich hoffe nur, dass bei dem Spiel das nicht eine Menge Leute, weil es eben exclusive ist und du ja auch mal sowas für deine PS5 kaufen willst, sich das nicht gekauft haben und nicht wussten, was für eine Art von Spiel sie hier erwartet. Weil wenn du, glaube ich, völlig ohne Kenntnis dieses Rogue-Genres da rangehst, dann kann dich das, glaube ich, auch ganz schön wütend machen. Aber von dieser Komponente mal abgesehen, finde ich es echt ein super cooles Spiel. Also auch wie gut das ganze Shooter-Gameplay, die Bewegungen funktionieren, war richtig begeistert oder bin richtig begeistert. Glaube wahrscheinlich nur nicht, dass ich es durchspielen werde. Aber ja, ey, das ist ein Ding, was auch, glaube ich, wenn Biomutant was für den Game Pass ist, ist das, was für PS Plus irgendwann mal, wenn sie in so einem Jahr sagen, okay, wir haben genug Eindruck hinterlassen, dass die Leute sich das kaufen sollen. Unsere Meinung haben wir zumindest schon sehr ausführlich daraus gegeben. Man muss auch sagen, es hat so ein bisschen das Gefühl so von einem Souls-like auch von wegen, weil ich habe es ein bisschen ähnlich wie Souls-like gespielt. Da wage ich mich auch gerne mal in Gebiete vor, wo ich eigentlich gar nicht hin sollte, weil eigentlich dann so viel an Gegnern auf mich hereinprasseln. Aber wenn du das Bonfire noch kriegst, dann kannst du dich zumindest von da aus zurückarbeiten. Und ich habe es immer weniger auf lange Runs dann ausgelegt. Ich bin nicht 2 Stunden mit dem Charakter unterwegs gewesen, sondern wenn es 5 Minuten dauert, whatever. Wenn es 20 Minuten dauert, whatever, gleich hinterher immer. Ne? Und dann habe ich auch, am Ende hatte ich auch über 100 Kills oder sowas, also 100 Deaths, besser gesagt. Mhm. Und ich bei anderen Leuten dann gehört habe, ja, ich habe es mit 25 Stunden beendet und 17 Deaths oder sowas. Du hast es anders gespielt als ich. Naja, man muss auch dazu sagen, Fabian, dass du irgendwann auch so Abkürzungen und so freispielst. Ja, das stimmt. Ich habe sehr schnell, da war ich richtig stolz, bis zum ersten Boss, bis zu Frike geschafft und den auch legen können. Und dann hast du ja immer bei einem Neustart, je nachdem wie die Map aufgebaut ist, kommst du ja unter Umständen super schnell zu dem Boss dann wieder hin. Und das zieht sich wahrscheinlich auch später durch das Spiel dann so. Genau, es geht sogar so weit, dass du ganze Gebiete überspringen kannst. Dann ist natürlich eine Frage, willst du das, weil dir dadurch Items und so entgehen. Ja. Aber ich finde das ganz interessant, dass du halt immer wieder abwägen musst, so Risk, Reward und so ein
Kram. Mhm. Ist schon ein beeindruckendes Spiel. Mal gucken, finde ich selbst. Auch. Selbst wenn ich da nicht mehr so enorm viel Content über habe, sind ja mittlerweile Patches erschienen, weil ich habe es jetzt zum Launch durchgespielt. Mhm. Ne? Was da am Balancing, am Gameplay vielleicht da nochmal geändert. Ich habe mir auch ein paar Speedruns angeschaut, die nochmal spezialisiert sind. Alter, Speedruns sind, glaube ich, echt geil. Ja. Obwohl, der war ein bisschen langweilig. Echt? Das stelle ich mir voll geil vor. Einfach, weil er sah nicht so viel anders aus als typische Runs, die man drin hat. Nur der konnte sehr schnell springen von der einen Ecke zur anderen. Verstehe, okay. Ne? Und das war vor allem auch den einen Run, den ich gesehen hatte. Du hast natürlich Upgrades, die permanent da bleiben, zum Beispiel, dass manche Waffen von Haus aus stärker sind, ne, und dass die mehr Schaden abziehen. Und wenn ich sehe, dass er so einen Standardblaster hat und den finalen Endboss trotzdem in so 30 Sekunden weghauen kann, ist, um diesen Speedrun zu machen, doch noch einiges drin. Also da ist noch einiges an Potenzial. Mal sehen, was die Entwickler dann auch dran schrauben und dass sich die Problematik mit den Zwischensaves mal regelt. Weil es gab wieder ein PS5-Update, das heißt, ich habe die ganzen Memes dann sofort gesehen. Say goodbye, press F to pay respects to my return session. Das ist, glaube ich, schon behoben mittlerweile. Dieses Problem. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, habe das nicht mehr großartig weiterverfolgt. Bin aber auch ein Verfechter dafür, ey, lass die Leute einfach speichern, Mann. Ja. Ey, lösch den Spielstand doch, wenn es wieder geladen wird. Was ist das Problem? Ja. Also machen das doch Roguelikes. Ja. Naja, gut. Das soll es zu Returnal gewesen sein. Vielen Dank für den Einschub nochmal, lieber Fabian. Wir springen weiter zu dem Juni. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ey, was geht ab? Ihr habt super viele Spiele noch nicht besprochen. Das haben wir letzte Woche schon mal kurz angemerkt und hier wieder. Wir hegen keinen Anspruch auf komplette Vollständigkeit. Wir wollen hier nur die paar Highlights widerspiegeln und besprechen die großen Highlights oder den vollen Umfang, wenn wir wie immer Ende des Jahres im Plauschangriff besprechen, hier nochmal ganz kurz eine Bestandsaufnahme machen. So viel dazu, nur damit ihr euch nicht wundert, wir gehen weiter zu den Juni. Und da habe ich hier ein kleines, süßes Spiel, das viel zu wenige gespielt haben, finde ich. Mich inklusive hier eingenommen. Shikori heißt das. Das ist ein neues Indie-Spiel von Fiji, heißen die, glaube ich, die Publisher zumindest. Finji, sorry. Ist für die PlayStation und für den PC rausgekommen und ist quasi so eine Mischung aus Zelda, Story-Stil erinnert so ein bisschen an Paper Mario und das Ziel ist hier, dass du Rätsel löst und das machst du, indem du die Welt einfärbst. Und das hat super gute Wertungen eingenommen. Ich lese nur fantastisches Zeug darüber, bin aber selber leider nicht dazu gekommen, dieses Spiel zu spielen. Habt ihr es ein bisschen besser gemacht als ich? Leider bisher nicht. Ich habe es lustigerweise in der Vorbereitung auf die Sendung vorhin auch gesehen, als ich nochmal auf so einer Wertungsaggregatorseite geschaut habe, was so die bestbewerteten Spiele waren. Und da hat sich das direkt hinter der Mass Effect Collection ganz vorne mit so einem Wertungsschnitt von 90% eingereiht. Ja. Ich kann aber jetzt auch anhand des Trailers, sag nochmal kurz, wie sich das genau so spielt, weil ich glaube, grundsätzlich könnte ich das schon auch mögen, auch wenn ich den Look jetzt nicht so richtig geil finde. Naja, du hast ja hier diesen Pinsel, mit dem rechten Analogstick machst du das. Ja. Und dann kannst du, naja, wie gesagt, die Welt einfärben. Du hast so ein paar Rätsel, die darauf basieren. Du musst aber jetzt nicht alles akribisch und haarklein alles mit dem Pinsel machen. Du kannst mit einer Taste drücken, dann kannst du so eine Art Rastermodell erstellen und dann kannst du alles auf einmal auswählen, wie bei Paint oder so. Und da hast du es gerade schon gesehen, dass du auch so Pfade zeichnen kannst und diese Pfade werden dann von einem bestimmten Gegenstand wahrgenommen und befolgt. Und so zieht sich das halt durch. Und ich glaube, die größte Stärke des Spiels neben dem Style ist halt die Story, die halt wirklich schön und interessant ist. Bin super traurig, dass ich es noch nicht geschafft habe. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es für die PlayStation und für den PC rausgekommen ist. Das sind so Spiele, die spiele ich, glaube ich, lieber auf der Switch, aber da hat sich Sony das relativ schnell exklusiv gekrallt. Ich hätte dafür ein Touchscreen gerne haben wollen. Ja, das kommt noch dazu. So ein Pinsel analog mit Sticks irgendwie lenken oder so ist, weiß ich nicht, immer so ein Zusatzding, was ich nicht unbedingt brauche. Das unterwegs mal so drauftupfen, ich bin auch bisher gar nicht dazu gekommen. Muss ich sagen, das Interesse ist auch jetzt nicht so enorm. Es sieht zwar cool aus, ist vielleicht Color Splashen gut oder so? Nee, Color Splash war auch nicht so schlecht. Das war nicht so scheiße. Nee, tatsächlich. Ganz scheiße? Also komm, Origami King hat auch so Origami King gehabt. Origami King fand ich Hammer. Die Bosskämpfe und so, fandst du echt Hammer? Ja, die fand ich okay. Also war jetzt nicht so das Glanzstück, aber bei Color Splash, alles war cool an dem Spiel. Das Kampfsystem ist die größte, war nicht gut. Ja, bei Origami King, die Bosskämpfe fand ich zu langwierig und so. Ja, sind zu langwierig. Ja, es war nicht das Glanzstück des Spiels, ja. Ja, aber nicht gespielt bisher, leider.
Schade. Wenn ihr die Chance habt, dann guckt euch das sehr, sehr gerne an. Ist ein sehr, sehr gutes Spiel, wenn man den Kolleginnen und Kollegen Glauben schenken darf. Gleiches gilt auch für Final Fantasy Remake Integrate oder Intermission in dem Fall. Das ist der DLC, der für das Remake von Final Fantasy 7 erschienen ist. Gregor, du hast es gespielt. Ich habe es runtergeladen und werde es diese Woche spielen. Nochmal ganz kurz deine Eindrücke dazu. Kann man das spielen? Sollte man das spielen? Und ist es überhaupt, taugt das überhaupt was? Ja, wer eine PS5 hat, kann sich das überlegen, weil andere Möglichkeiten gibt es leider nicht. Ist also nicht für die PS4-Version erhältlich und so viele Umsetzungen gibt es ja leider nicht wirklich von Final Fantasy 7 Remake. Was ganz gut ist, wer Final Fantasy 7 Remake besitzt, digital oder physisch, kann auf die PS5-Fassung kostenlos upgraden. Nicht mit der PS Plus-Version, die man umsonst runterladen konnte, also muss man dafür nochmal bezahlen und dann kostet der DLC 20 Euro extra. Dafür bekommt man, ich würde mal sagen, zwischen 3 bis 6 Stunden, je nachdem, wie viel man sich in Sidequests dann ergeben möchte, an Gameplay nochmal dazu. Schöne kleine Nebenstory, hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Hätte gerne auch mal ein bisschen umfangreicher sein können. Ich hatte das Gefühl, dass da noch Potenzial drin gewesen wäre, mehr zu machen. Zumindest hast du mal neue Dungeons mit dabei, auch wenn die Hubwelt die gleiche ist mit den Sektor 7 Slums, die du schon kennst, aber mit anderen Charakteren, anderen Features, die bei sind. Und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich hätte auch voll Bock gehabt, jetzt gleich mit Remake Teil 2 weiterzumachen, weil da nochmal Bindeglied-Cutscenes dazu gekommen sind, die auch sich mit der allgemeinen Story beschäftigen. Alter Odin. Ja, ich weiß nicht, was so groß anders dran gewesen ist, dass es nicht auf der PS4 funktioniert. Vielleicht ist es von der Art der Dungeons, wie sie designt sind, dass sie jetzt größere Flächen und so weiter. Zu viele Türen vielleicht, die PS4 nicht abbilden kann. Naja, es ist, ja, das, es ist immerhin technisch wirkt es so, als ob nicht, es auf der... Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Gag war oder ernst gemeint. Nein, okay, ihr kennt doch diese Türgeschichte um Final Fantasy Remake, oder? Ja, die wurde ja korrigiert, haben wir schon mal gesagt, nach einem Jahr plus. Ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt, die Integrate-Fassung, was eben die PS5-Version inklusive des DLCs ist es. Aber auch so auf der PS5 wirkt es, wie es eigentlich hätte released werden sollen, mit Türtexturen, mit kaum Ladezeiten, die wo du auf der PS4 35 Sekunden wartest du 2 auf der PS5. Cool. Ne, also alleine das macht das Spiel schon wert, da gespielt zu werden hauptsächlich. Und wer es bisher noch gar nicht kennt und eine PS5 hat, dann lieber auf die Art plus den DLC sich nochmal angucken. Ist immer noch eines meiner liebsten Games letztes Jahr gewesen. Ja. Und hoffentlich dauert es nicht zu lange bis Teil 2. Sagen wir mal 2025 oder so, ne? Ja, das ist realistisch. Dem würde ich sogar, glaube ich, fast zustimmen. Eine Sache, die ich dazu noch erwähnen möchte, was für ein Pain ist es bitte, die PS4-Version auf die PS5-Version abzugraden? Ich fand das. War so? Ich fand das mega grauenhaft. Echt? Das hat bei mir ganz easy funktioniert. Musst du mich im PS Plus auf den richtigen Button klicken und dann war's. Ich, also PlayStation Store, meine ich. Ich hatte die PS4-Version nicht mehr auf meiner PlayStation. Ich habe mir nur die PS5-Version runtergeladen. Mhm. Dann hieß es, okay, nee, das kannst du nicht machen. Du musst erst die PS4-Version besitzen. Dann habe ich mir die PS4-Version runtergeladen. Dann habe ich die PS5-Version nochmal gestartet. Dann hieß es, nein, du musst deinen Speicherstand hochladen. Also ging es auch um die Spielstände zusätzlich. Genau, dann musste ich in die PS4-Version rein. Ich musste meinen Spielstand hochladen in die Cloud. Dann musste ich die PS4-Version wieder schließen. Dann musste ich die PS5-Version wieder anmachen. Ich musste meinen Spielstand runterladen und dann konnte ich die PS5-Version spielen. Aber das hat ja nichts damit zu tun, die PS5-Version freizuschalten, weil dieses Saves hochladen, wieder runterladen, gab es bei Spider-Man, gab es bei Aber das Crash. War da genauso scheiße. Das, warum genau, ist das überhaupt sagen, so doof? Ich will nicht sagen, dass es besser ist, aber das Upgraden an sich sollte nicht so schwer sein, dass du die PS5-Version auch freischaltest. Ja. Das ist easy, weil ich habe das gleiche auch gemacht. Ich habe aber keinen Spielstand gehabt von der PS4, deswegen hatte ich auch kein Problem. Aber warum ist dieser Spielstandtransfer oft so ein Hassle? Bei Xbox kriegst du davon gar nichts mit, weil das einfach alles im Hintergrund in der Cloud alles stattfindet. Bei der Xbox will ja jetzt nicht wieder dieses Lied anfangen, aber ich könnte jetzt hier auf dem Laptop, was hier steht, mich über die Webseite einloggen, sagen, ich will hier im Browser Xbox spielen. Das hat den gleichen Spielstand wie bei meinem Halo 4, was ich gestern zu Hause auf meiner Xbox gespielt habe, und ich habe nichts dafür gemacht. Das muss doch Sony irgendwie auch mal hinkriegen, solche Sachen automatisch zu handeln, ohne dass man da so einen riesen Hassel dann damit hat. Ich glaube, das hat irgendwie was mit der Infrastruktur und so zu tun. Die ärgern sich, glaube ich, auch richtig, dass sie das irgendwie nicht mit bedacht haben und dass Microsoft so krass an vorderer Stelle steht, was das angeht. Aber ja, ist natürlich, ich habe mich da auch ein bisschen doof angestellt, weil ich einfach nicht wusste, dass ich die PS4-Version vor allem auch brauche. Aber ist halt einfach unfassbar nervig und möchte ich so eigentlich ungern
zukünftig haben. Mach's nicht so wie ich. Also ich hatte das Freischalten ging fix und dann habe ich gemerkt, ich möchte gerne meine Saves haben, lade die PS4-Version nochmal runter und merke dann, dass ich das gar nicht mit meiner PS4-Version damals gespielt habe, sondern das Preview-Fassung ist. Also ich hatte gar keine Saves, die verbunden waren mit meinem Account. Also wieder gelöscht und dann wieder von vorne anfangen müssen. Der DLC funktioniert aber auch ohne alte Saves, kann separat gestartet werden. Okay, ja, nee, das ist doof. Das ist nicht gut. Hast ja eine Flatrate fürs Internet, ne? Das ist ja noch besser, wenn wir noch keine Flatrates hätten, sondern alles immer nach Megabyte bezahlen würden. Ich habe nur noch Internet mit Prepaid Aldi-Karten. Ja. So Leute, machen wir weiter. Das soll es zu Intermission respektive Integrate gewesen sein. Ich würde gerne mit einem Switch-Spiel weitermachen, das nicht so wirklich ein Spiel ist, sondern vielmehr ein Creator. Game Builder Garage heißt das. Oder im deutschen Spielestudio ist das neue Spiel von Nintendo, das so Richtung Mario Maker, Nintendo Labo geht. Und da geht es darum, dass du halt wirklich eigene Spiele programmieren und kreieren kannst. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Und ich muss sagen, ich finde das schon richtig süß. Du siehst hier nämlich, dass jedes einzelne Element, also du kannst halt ein Spiel wirklich von Anfang an programmieren. Das heißt, du kannst die Steuerung manipulieren, du kannst die Kamera setzen, wie du möchtest, du kannst in 2D, du kannst in 3D Spiele erstellen. Und jedes Element, das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel die Steuerung dir anschaust, dann hast du so Nudons, das sind so kleine Charaktere mit eigenen Persönlichkeiten. Wenn du jetzt hier ein Objekt einsetzen möchtest, dann musst du ein Objekt-Nudon benutzen. Und dieser Objekt-Nudon hat eine eigene Persönlichkeit, der hat einen eigenen Namen. Und so lernst du so ein bisschen spielerisch die ganzen Elemente kennen und wirst auch immer weiter vertrauter damit. Und das geht halt wirklich von Anfang bis Ende komplett durch. Also du hast den Stick, der hat eine eigene Persönlichkeit. Du hast den A- und B-Knopf, der hat eine eigene Persönlichkeit. Du hast den Mensch, du hast das Männchen, das eine eigene Persönlichkeit hat. Und so versucht man dir, das alles so ein bisschen näher zu bringen. Ihr merkt auch, ist für eine relativ junge Zielgruppe gemacht. Also hier wird auch lieber einmal zu viel als einmal zu wenig erklärt. Mhm. Was ich persönlich gar nicht so schlimm finde, weil das Ding, das sieht vielleicht nicht so aus, aber das kann richtig komplex werden. Du hast super viele Möglichkeiten, hier Spiele zu entwickeln und das in den verschiedensten Genres, Farben und Formen. Du hast auch zu Beginn verschiedene Lektionen. Du spielst erstmal ein Spiel, das kann zum Beispiel so ein kleiner 2D-Brawler sein, den spielst du für 2 Minuten und dann geht Nintendo mit dir oder das Spiel mit dir das komplette Tutorial durch. Mhm. Von Anfang bis Ende, bis du das Spiel, das du vor einer Stunde gespielt hast, selber programmiert und erstellt hast. Und so hast du das mit 5 Spielen insgesamt. Also du spielst immer ein kurzes Spiel und dann geht man mit dir das komplette Tutorial durch, bis du das Spiel, was du selber gezockt hast, selbst programmiert hast. Und die Tutorials gehen so 40 bis 60 Minuten stellenweise. Also wie gesagt, wird dir alles nochmal in aller Ruhe erklärt. Und das hat Bock gemacht. Mhm. Das hat wirklich Bock gemacht. Ich find's nur ein bisschen schade, dass du kannst dann, wenn du ein Spiel kreiert hast, bekommst du natürlich deinen Code. Ja. Aber das ist nicht so wie bei Mario Maker oder nur bei Mario Maker, was Nintendo angeht, dass du das irgendwo kuratiert hast. Also dass du eine Hauptseite hast, wo du andere Creations dir anschauen kannst. Du kannst das wirklich nur im Internet, du gehst auf Reddit und teilst deinen Code. Und dann musst du dir diese Codes aus dem Internet quasi fischen. Was ich ein bisschen schade finde. Wie krass wäre das, wenn du dir ein Spiel erstellst und es gibt im E-Shop eine Sektion, wo du dein Spiel exportieren kannst für diese E-Shop-Kategorie. Und dann kannst du das quasi monetarisieren, das Spiel, das du in Spielestudio entwickelt hast. Was geil, das müsste nicht mal monetarisieren sein, aber generell ist die Idee natürlich ziemlich gut. Aber wie läuft es denn, wenn ich jetzt sagen will, ich möchte mal gucken, was andere Leute veröffentlicht haben? Also wie finde ich denn... Im Internet. Nicht über die Software selber gibt es keine Funktion. Nicht für Mario Maker, keine richtig schade. Keine kuratierte Seite. Der Mario Maker zum Beispiel lebt für mich ja davon, dass ich da eben reingehe und mir Sachen runterlade oder einfach irgendwo reinspringe und ich weiß, okay, das ist irgendwie organisch entstanden, weil Leute haben diesen Level halt 100-mal gut bewertet, deswegen würde ich mir empfohlen, es macht Bock mir zu spielen, ich habe nicht so ein Interesse an diesem Selbstbaupart und das würde mir bei Spielestudio auch so gehen. Ich hätte aber Interesse daran, wenn ich wüsste, es gibt, weiß ich nicht, mittlerweile 5000 Spiele, die okay sind, weil Leute die gebaut haben, jetzt das Spiel einen Monat raus. Dann müsste der Titel ja eigentlich so eine Sektion haben, um diese Sachen da drin zu finden und runterladen zu können. Das würde für mich die Attraktivität sonst sehr mindern an dieser Stelle. Ja, ich habe auch die Level, die ich
spielen wollte, die habe ich alle aus dem Internet gefischt. Ich muss dazu sagen, es gibt insgesamt 5 Lektionen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe 3 Lektionen fertig gemacht. Kann natürlich sein, dass nach 5 Lektionen du auf einmal die Suchfunktion bekommst. Das kann ich an dieser Stelle natürlich nicht ausschließen. Und ich werde das auf jeden Fall nochmal nach der Sendung nachgucken und schauen, ob das tatsächlich der Fall ist. Aber Stand jetzt, ich konnte nach 3 Stunden mit dem Spiel keine anderen Level irgendwie finden in der Software selbst. Und das finde ich persönlich einfach super schade, weil es mega abgefahrenen, geilen Shit mittlerweile gibt. Mhm. Du kannst so viel schönen Kram dir anschauen in diesem Spiel und vor allem auch selber kreieren. Und das finde ich so geil, weil es ist halt wirklich für sehr, sehr junge Menschen. Es ist halt eine Kindersoftware eigentlich. Ja. Die ist genauso aufgebaut, sie ist genauso strukturiert, aber du kannst halt echt geile Sachen mitmachen. Das finde ich schön, weil du das so, du hast es vielleicht mit Dreams noch, das nochmal eine Schippe drauflegt, was das angeht, was die Vision und Ambition angeht. Aber das in der Form, das finde ich schon sehr, finde ich schön einfach. Hat was, mag ich. Kostet auch nur 30 Euro, 29 ja. Euro. Kein Vollpreistitel. Von daher mochte ich sehr, werde mich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit dem Spiel beschäftigen und vielleicht sogar hier ein paar Level mitbringen, die wir im Game Talk uns anschauen. Ein Spiel, das auf jeden Fall deutlich gepolischter ist, was das angeht, ist für die PlayStation 5 rausgekommen vor ein paar Wochen. Da haben wir mit Eddie hier ein bisschen drüber gesprochen. Es geht um Ratchet & Clank Rift Apart. Das neue Spiel von Insomniac und 3D-Plattformer sieht unfassbar aus. Das erste Spiel, das mir wirklich gezeigt hat, warum eine gute SSD wichtig und interessant ist. Fabian, du hast das gespielt, als es noch gar nicht draußen war. Wie war es für dich? Hervorragend. Ich habe mich gefreut darauf, seitdem es angekündigt wurde und auch, weil es eben ein PS5-Exclusive tatsächlich mal darstellt, was mir wirklich auch zeigt, warum dem so ist, weil es ist unglaublich schön, also die Übergänge zum Beispiel auch von Cutscenes in das eigentliche Spielgeschehen und so sind wirklich nahtlos, wo wir schon häufig in den letzten Jahren gesagt haben, man ist an dem Punkt angekommen, aber da geht immer noch was. Mhm. Aber hier würde ich sagen, ist dieser Punkt tatsächlich schon sehr, sehr nahe, wo man das kaum noch merkt. Mir macht auch der spielerische Loop von Ratchet & Clank richtig viel Spaß, also das viele Geballern mit ein bisschen Hüpfen zwischendurch, man hat ein paar Sachen abseits zu entdecken, ohne dass es ausufert, also es wird nie wie so ein Open-World-Arbeitsspiel, wo du auf einmal eine Map hast mit 50 Symbolen, sondern das ist ein bisschen Kram noch nebenbei und ansonsten geht es halt relativ linear durch, super abwechslungsreich. Ja, also für mich eins der besten PS5-Spiele überhaupt bisher. Ich kann das nur empfehlen. Der Controller hervorragend eingebunden, was auch immer ein Vorteil ist bei Spielen, die mal exklusiv für die PS5 gemacht sind. Das Spiel ist in jeder Beziehung meiner Meinung nach großartig. Kann ich nicht so viel mehr dazu beipflichten. Also ich habe beim letzten Mal auch schon gesagt, wenn man so ein bisschen schwarz malen möchte, so ein paar Kleinigkeiten, es ist weiterhin nur ein Ratchet & Clank, in Anführungsstrichen. Also wenn man, naja, es bietet außer der Handvoll Sachen, die jetzt nochmal mit der SSD gemacht wurden, ich meine, so ein Erlebnis hast du in den letzten Jahrzehnten auch mit Ratchet & Clank bekommen, ist als Shoot'em-up-Gameplay, also es erfindet das Rad nicht von neuem, wenn man darauf aus ist. Die SSD-Ladegeschichte ist nicht so überbordend später eingesetzt oder jedenfalls nicht so präsent, dass du nicht x-fach durch 15 Welten die gleiche Zeit wechselst. Das ist am Anfang noch mal ein bisschen präsenter, einfach um mal zu zeigen, mal zu flexen. Ne? Das ist das, was alles möglich ist. Aber mit diesen 2 Welten, wo man in manchen Leveln wechselt, ist es schon ganz cool eingebaut. Mhm. Allgemein ist es visuell sehr gut anzuschauen. Ich glaube, eine Sache, die wir nicht ganz so angesprochen hatten, weil das noch im Vorfeld gewesen ist, es war relativ buggy, als ich es durchgespielt habe. Ich hatte schon einige. Oh, echt? Und ich habe zumindest noch ein paar Sachen davon gehört, dass es im Nachhinein wohl immer noch einige so Gelegenheiten geben. Ich bin ein paar Mal durch die Geometrie gestürzt beim Spiel, beispielsweise in der Vorabversion, und hatte manche Stellen, wo dann der richtige Trigger nicht gekommen ist, weil ein Gegner verschwunden ist. Du musst ja an gewissen Stellen mal alle Gegner besiegen, damit das nächste in der Story passiert. Und ich konnte den letzten einfach 4 oder 5 Mal nicht mehr finden und muss den Kampf von vorne starten. Das war alles im Vorhinein. Ne? Also ich habe vereinzelte Sachen im Nachhinein noch gehört, dass es Leuten passiert. Eventuell wurde noch nicht alles weggepatcht, aber das sollte man zumindest nicht unterschlagen, dass bei so einem großen Spiel auch noch so ein paar kleine Stellen sind, die man abfallen kann. Ansonsten aber sehr tolles Run-and-Gun, Jump-and-Shoot. Man ist nämlich nach Returnal ein bisschen weniger anspruchsvoll zum Glück. Ja, aber finde ich ganz okay. Aber hat einen recht ähnlichen Ansatz damit. Und waren sehr schöne 12 bis 14 Stunden. Ich habe das erst vor ein paar Tagen durchgespielt, hatte jetzt keine Bugs oder so. Und ich muss nochmal sagen, ist bei Miles Morales auch so. Wie geil ist es bitte, dass man mittlerweile Performance-Mode und Raytracing hat.
Ja. Das ist einfach nur unfassbar schön. Das hatte ich leider nicht beim Durchspielen. Das haben sie erst mit dem Day-One-Patch reingepatcht. Aber auch so, ich konnte auch, fand auch die 30 Frames tatsächlich hier nicht so schlimm. Ja. Aber im Zweifelsfall würde ich auch mal die Option wählen, die du ansprichst, also 60 Frames und Raytracing. Das war schon Hammer. War ein fantastisches Erlebnis, kann ich tatsächlich nur so wiedergeben. Weiter geht es mit einem Spiel, das ich noch nicht gespielt habe. Nochmal ein Titel für die Nintendo Switch. Ist auch gar nicht so alt. Ich weiß, dass ihr beide es gemeinsam mit Wirt hier auf dem Sender gespielt habt. Mario Golf ist rausgekommen. Und da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe ja nicht so viel Gutes zu diesem Spiel gehört. Was sagt ihr denn dazu? Ja, jetzt meine Erfahrungen damit sind jetzt primär auf die Multiplayer-Runden fokussiert und da habe ich mich auch ein bisschen darauf vorbereitet, wie man offenkundig auch gesehen hat in der Sendung, die wir hatten, wo ich ja nahezu unbesiegt geblieben bin für 90% der Zeit. Das hat mir schon Spaß gemacht. Ich finde auch, dass dieses Rumrennen-Konzept und Items benutzen, das funktioniert einigermaßen. Ist natürlich ein bisschen quatschig und ich glaube, die Welt hat nicht unbedingt darauf gewartet, dass jemand ein Golfspiel macht, wo man selber auch dann übers Green läuft. Ich kann nicht so viel sagen zu dem Abenteuermodus tatsächlich. Da schreckt mich ein bisschen ab, dass sie da wieder auf die Mies zurückfallen, wo ich immer denke, wer will denn heute noch Mies in Spielen benutzen? Aber sonst, ich bin generell, würde immer Mario Tennis oder auch wenn sie es mal wieder machen würden, Mario Fußball vorziehen, weil ich nicht der allergrößte Golf-Fan per se bin. Aber das Spiel funktioniert schon und ist ein typisch solides Mario-Sportspiel für mich, was aber auch nicht irgendwas signifikant besser oder radikal neu macht im Vergleich zu vorherigen Spielen dieser Art. Ja, wenn du nur den, also wenn du da rangehst und sagst, du willst den Multiplayer hauptsächlich spielen, man kann zwar leicht reinkommen, aber ich finde, das tut deinem eigentlichen Spiel selber nicht ganz so gut, weil bei einem Golfspiel ist es normalerweise so, dass du dich je nach Game mal damit arrangieren musst, okay, wie verhält sich das mit der Schlagkraft, die du hast, wie kannst du vernünftig anschneiden, wie enorm wirkt sich der Wind aus, manche Spiele sind da wesentlich stärker, was die Biegung des Balls angeht oder was die Höhenunterschiede beim Putten und so weiter angeht, das kannst du bei diesem Speedgolf, wo du anfängst zu laufen, gar nicht vernünftig abschätzen, ne? Weil dann schlägst du ab und siehst weder, wo der Ball landet, wie du daneben gewesen bist, sondern bist darauf konzentriert, hier deinen Dauerlauf da zu machen. Das ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Ich müsste mehr den Singleplayer mal spielen, weil von den Handvoll Sessions, die ich vorab gemacht habe, um mich mal einzugewöhnen, sah das interessant genug aus. Und ich spiele ab und zu immer noch immer ganz gerne Golfspieler, wobei ich früher mehr so in der realistischen Ecke, sagen wir mal, war. Oh, echt? Leaderboard, PGA Tour Golf und solche Sachen habe ich früher noch gezockt. Also in den Super Nintendo, Mega Drive, C64 Zeiten ungefähr, dass ich sowas immer ganz gerne mal wieder mache. Ich habe nichts gegen den Rollenspielmodus, da war man ein bisschen wortlastig, wie so häufig, ne? Ja. So, dass du immer zugelabert wirst ohne Ende bei solchen Sachen, aber es hat irgendwie so einen netten Charme, die Welt da, wo man herumläuft und dann die ganzen kleinen Sachen erledigt. Ich würde es auf jeden Fall noch mehr ausprobieren und das Multiplayer-Ding hat schon ganz guten Mario-Party-Charakter, sagen wir schon, wenn du dich ja richtig dran vertiefen kannst. In der Hinsicht möchte ich gerne noch ein anderes Spiel empfehlen für die Nintendo Switch. Ich habe mal hier einen kleinen Trailer aufgemacht. Und zwar kam das raus, als die Switch noch relativ neu war. Und zwar ist das Golf Story. Ein fantastisches Golf-RPG, was richtig viel Bock macht. Du hast so verschiedene Welten, die auch so verschiedene Themes haben. Du hast so eine Horrorwelt, eine Schneewelt, eine Wüstenwelt mit so lustigen Charakteren und Stories. Und das hat echt Bock gemacht. Das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Ist auch nicht so teuer. Gibt es im E-Shop für 15 oder 20 Euro. War ein richtig geiles Ding. Und es kommt jetzt ein Nachfolger, der sich komplett auf Sport fokussiert. Also du hast dann Fußball, du hast Tennis und so weiter. Und genau in dem Stil, wenn ihr das noch nicht gesehen habt oder gespielt habt, kann ich das sehr, sehr empfehlen. Richtig schönes Spiel für die Nintendo Switch. Das ist lustig, dass du es ansprichst. Ich habe immer überlegt, das nochmal zu holen. Dann habe ich immer gedacht, ach komm, wartest du auf Sports Story, auf den Nachfolger. Dann genau, Sports Story heißt er. Fairerweise aber mal sagen, der wurde leider auch schon 100-mal verschoben jetzt mittlerweile. Ja. Die Ankündigung ist jetzt, glaube ich, schon über 2 Jahre davon her, was für so ein Indie-Spiel ungewöhnlich ist. Und ich glaube, zuletzt hieß es Mitte 2020. Das ist auch einfach komplett verstrichen. Mhm. Und jetzt, die haben jetzt vor kurzem getwittert, dass sie mal wieder was Neues dazu zeigen wollen. Weil das würde mich halt dann noch mehr reizen, wo du eben auch noch Tennis und, gar nicht, was da noch alles drin ist. Angeln, Fußball ist da, glaube ich, auch Fußball. Drin. Das fände ich richtig nice, weil da spricht mich dieser Pixel-Look auch tatsächlich sehr an. Ja, man muss dazu sagen, ist halt Corona und so weiter und so fort. Deswegen
kann man vor allem Indie-Devs, glaube ich, nicht so viel vorwerfen, was das angeht. Ist halt natürlich schade. Aber was lange währt, wird hoffentlich gut. Und das gilt dann hoffentlich dann auch für Sport Story. Ob es auch für Scarlet Nexus heißt oder der Fall ist, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob das irgendjemand von uns gespielt hat, weil ich das Gefühl habe, dass das so ein Titel ist, der komplett unter dem Radar gelaufen ist. Nur kurz bisher, da kam ja eine Demo vor einiger Zeit raus. Also ich habe die Vollversion auch bei mir, aber auch hier fängst du ein neues, so langwieriges Spiel an. Da denke ich auch immer, habe ich das Zeitinvestment, was ich machen kann oder nicht? Im Moment leider nicht so sehr. Von dem, was ich gespielt habe, ich habe so ein bisschen was in Richtung Code Vein erwartet. Also es war ja das Souls-artige Game mit Anime-Charakteren, was von Bandai Namco gekommen ist. Hier ist natürlich auch wieder ein sehr nach vorne gepackten Anime-Look mit eigener Storyline, alles drumherum. Das Gameplay hat mich so ein bisschen mehr hatte so ein bisschen so diese Platinum-Games-Richtung, so Astral Chain, auch wenn es nicht exakt das gleiche Gimmick gewesen ist oder Devil May Cry, sagen wir mal. Aber diese Vergleiche höre ich sehr, sehr oft. Ne, also von wegen, bist dann unterwegs in entsprechenden Leveln, wo dann Gegner auftauchen, die du dann selbst mit deinen Special Features und Partykollegen dann möglichst spektakulär kaputt machen möchtest. Die Demo war spannend genug, ne? Also sieht man auch ganz komische abgedrehte Charakterdesigns, wieder mal so eine Endzeit-Sache. Wobei da, ich glaube, so richtig zu 100% Endzeit ist es auch nicht, weil das ist auch eine richtige Gesellschaft, wo Leute noch herumlaufen und mittendrin dann so Sachen auftauchen, die Presse vorbeikommt und dich interviewt. Also keine Ahnung, also ziemlich abstruse Geschichten, die mit dabei sind. Aber wie so häufig bei solchen Spielen, bei der Demo, du fängst ein Game an und bei jedem Spiel dieser Art, die Angriffstaste ist anderswo, dann hält das Spiel nach 5 Sekunden an und sagt dir, übrigens, die Blach-Energie musst du aufpassen und dann musst du L1 und X gedrückt halten, um deine Super-Zusatzenergie freizuschalten. Und das hat mich so ein bisschen, okay, das möchte ich in Ruhe mich hinsetzen und das lernen. Na, wenn du viele Spiele dieser Art mal probierst und dann machst, die auch irgendwie so ein bisschen gleichförmig aussehen können, sie spielen sich alle immer anders und schon hast du, Moment, ich denke gerade an die Steuerung aus dem anderen Spiel. Das bringt mich so durcheinander. Ich habe eigentlich relativ Positives drüber gehört, weil ich glaube, die Leute, die sich da dran gesetzt haben, haben auch recht viel Spaß gehabt und soll vor allem auch auf den Next-Gen-Konsolen echt gut laufen. Ne? Also es ist ja für alle möglichen Plattformen dann erhältlich. Ja. Aber die Zeit finden. Ich habe muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte den Titel erstmal gar nicht auf dem Schirm. Als ich mir Videos angesehen habe, fand ich es mega boring. Dann habe ich mir ein paar Twitter-Threads dazu angesehen, weil es ein richtig heftiges Kampfsystem einfach hat. Also auch Richtung so Marke Devil May Cry, Astral Chain. Und das sieht halt wirklich verrückt aus, weil du halt echt viel Variation vor allem auch hast. Du hast verschiedene Charaktere, die auch ihre eigenen Skillsets mitbringen. Und das sah schon mindestens interessant aus. Und das hat dazu geführt, dass das jetzt zumindest wieder auf meiner Liste ist. Habe ich aber, wie gesagt, leider noch nicht gespielt. Werde ich dann spätestens im Plush-Angriff Ende des Jahres nachholen. Das soll es tatsächlich auch schon gewesen sein. Das war der Halbjahresrückblick der letzten 6 Monate, was Spiele angeht. Wir machen einen kleinen Haken dahinter und gehen weiter zum nächsten großen Thema. Und zwar ist das die Nintendo Switch oder besser gesagt die Nintendo Switch OLED-Version oder Modell, wie sie es selber nennen. Ist ein neues Handheld oder eine neue Handheld-Konsole, wo sehr, sehr viele Hoffnungen drin gelegen haben. Und diese stellenweise oder zu einem großen Teil gehe ich mal von aus, nicht erfüllt wurden. Fabian, als du dir diese Ankündigung angesehen hast, was waren so deine ersten Gedanken dazu? Also das war relativ funny, als es passiert ist, weil da waren wir alle zusammen gerade in einem Meeting und ich glaube, irgendjemand schrieb dann in den Chat oder sagte dort, gerade wurde die neue Switch angekündigt. Die Switch wurde angekündigt. So, ja, wir kommen wieder deine schlechten Scherze, kannst du dir sparen. Und dann stimmte das halt wirklich. Hey, kurz bevor du ausführst, auch die originale Switch wurde mitten in einem Meeting angekündigt. Ich kann mich erinnern, damals noch in der Versammlung waren und da kommt, die Switch wurde angekündigt und jeder will gucken, was, Switch? Ne? Und kann sich nicht mehr auf die Veranstaltung. Wir sollten häufiger Meetings machen, wenn da immer neue Sachen angekündigt werden. Oh nee. Es ist ein mindestens mal zweischneidiges Schwert, weil wenn man jetzt hier hinschaut, denkt man so, geil, der weiße Look ist schön, aber das sind ja nur anders eingefärbte Joy-Cons, der Bildschirm ist schon groß, OLED-Bildschirme sind super toll, andererseits gab es die halt auch schon vor vielen Jahren, zum Beispiel bei der PS Vita. Und wenn man davon dann absieht, dann hört es leider recht schnell wieder auf mit weiteren Verbesserungen, wo ich sagen würde, die sind jetzt persönlich für mich wirklich wichtig, dass es hinten einen Ständer gibt in der kompletten Breite. Das ist schön und gut. Das ist allerdings was, wo ich nach 4,5 Jahren Switch sagen würde, das hätte man längst im Rahmen einer generellen Modellpflege einfach mal anpassen sollen, weil der alte Ständer wirklich crap
einfach war. Ich habe mir nie getraut, den überhaupt mal auszuklappen. Ja. Du hast eine Verbesserung auf 64 GB internen Speicher. Das macht ungefähr einen effektiven Marktwert von 1,59 Euro aus, dass sie das verdoppelt haben. Es hat überhaupt keinen Wert, weil die 32 GB entsprechen einem wirklich großen Switch-Spiel, was du dann da mehr drin speichern kannst. Und Lautsprecher, ja. Die Konsole ist ja primär im Hinblick auf Handheld verbessert, weil es eben diesen OLED-Screen hat. Wenn ich aber unterwegs bin und im Handheld-Modus spiele, dann benutze ich eigentlich nie die eingebauten Lautsprecher. Es ist für mich ein absoluter No-Brainer, wenn man noch nie eine Switch hatte und sich dann eine kaufen möchte, das Gerät zu kaufen, auch wenn sie ein paar Euro teurer nochmal sein mag. Aber so jetzt zu sagen, ein Upgrade, schwierig. Ich hätte mir ehrlich gesagt interne Verbesserungen gewünscht, die die ganze User Experience auf einen neuen Stand bringen und dafür sorgen, dass eben Navigation durch Menüs im E-Shop, solche Sachen, Ladezeiten, dass die besser werden. Ich brauche keine 4K, weil das ist auch illusorisch zu denken, du hast ein mobiles Gerät, was eine Performance für 4K-Spiele hat. Das gibt es nicht für einen vernünftigen Preis, aber so schwierig. Die Frage bleibt, und ich hatte auch nach der Ankündigung, also instinktiv war es erstmal, oh, die neue Switch, mal gucken, gibt es sie schon zu kaufen oder ja, nicht? Ne? Instinktiv war so, kaufen. Ja, kaufen. Natürlich war sie nicht da, aber ich hätte sie im Nachhinein wahrscheinlich auch wieder abbestellt zwischendurch drin, weil vor allem so rausgeführt, der OLED-Screen und andere Verbesserungen, die drin sind, sowas hatte ich 2012 schon mit der PlayStation Vita und das ist toll, mit dem Handheld einen OLED-Screen zu haben, das haben wir auch bei den vielen Smartphones, die aktuell sind, das ist einfach, wenn du unterwegs bist, bessere Lichtverhältnisse und alles und trotz der, ich glaube, gleichen Größe ist jetzt der Schirm trotzdem größer, dass es weniger Rand gibt bei der Switch, bei der neuen, also hast du da deine ganzen Vorteile für unterwegs. Es wird zwar wieder zunehmen, aber so viel unterwegs spiele ich aktuell nicht mit der Switch, sondern meist daheim. Mir hat es also eher was gebracht, wenn diese ganzen Sachen, die wir in den vorherigen Jahren erwähnt haben, dass manche Spiele angefangen haben zu ruckeln, dass das Potenzial dann ist, mit Unlocked Framerate dann nochmal weiter draus zu machen, ein ruckelfreies Link's Awakening auf der Switch mal endlich spielen zu können oder so. Das wäre für mich attraktiver gewesen. Kann es sein, dass es nicht das einzige Switch-Modell ist? Weil, ich meine, durch die Blume haben wir schon seit 2 Jahren gefühlt gehört, okay, da ist was Neues für die Switch in Arbeit, 4K sind potenziell drin, OLED als Screen, alles so Fakten, die da mal rumgegangen sind. Und jetzt kommt ein Modell raus, wo nur das Äußerliche verändert wurde, aber nicht was Prozessor, was Auflösung, was Geschwindigkeit angeht für den Heimbereich. Du hast ja die Chip-Knappheit seit vielen, vielen Jahren. Und da so ein komplett neues Modell an den Start zu bringen, was wohl auch signifikant teurer wäre dafür. Wie viel wollen Sie jetzt haben? 399 Euro? Ich glaube, 359. Oder 350. Ja. Okay, das ist ein kleiner Aufpreis vergleichsweise mit der alten. Da würde ich, glaube ich, für einen OLED-Screen dann die 330, die sie vorher gekostet hat, das habe ich zumindest zum Launch damals bezahlt. So viel weniger müsste ja mittlerweile nicht sein. Da würde ich das eher in Kauf nehmen. Das ist mir wert, dass da die inhaltlichen Verbesserungen drin sind. So viel mehr würde ich nicht gegenüber der alten Switch bezahlen und eher. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die nichts an den Joy-Cons gemacht haben. Ich brauche jetzt nicht komplett neue Controller oder so, die riesig sind, die besser griffig sind und so weiter. Aber selbst die Switch Lite hatte ja schon mit Problemen mit diesem Drift, der dazu gekommen ist. Und ich weiß nicht, ob dann die inhaltlich verbessert wurden. Also da hätten sie auch gerne mal, man kann ja auch neue Joy-Cons verbessert machen. Die gehen ja auch an die alte Switch dran, ist ja kein Problem. Ne? Da machst du ja nicht dir irgendwas kaputt dann damit. Da hätte ich gerne noch was gesehen, das wäre noch mal interessanter für mich gesehen. Aber die Hoffnung, eventuell doch eine verbesserte Switch zu bekommen, wenn das mit der Chip-Knappheit sich mal erledigt hat, wenn das vielleicht in einem Jahr oder zwei ist, je nachdem, wann Nintendo sich mal traut oder ob sie tatsächlich mal einen Nachfolger anbieten wollen, weil so Zeit wäre es auch bald mal. 4 Jahre haben wir die Switch jetzt. Normalerweise hat Nintendo so einen Turnus von 5 Jahren, wenn eine neue Komplett-Hardware rauskommt. Ja. Hat sich natürlich geändert, seitdem der 3DS und die Wii U kombiniert wurden zur Switch. Sozusagen. Aber ich werde jetzt erstmal nicht trotz der besseren Features das Geld ausgeben. Hoffe, dass da doch nochmal was kommt. Und wer noch gar keine Switch hat, der, denke ich mal, wird mit dem neuen Modell ganz zufrieden sein. Absolut. Ich finde es einigermaßen lustig, dass während wir jetzt gerade diese Sendung hier aufzeichnen, dass man jetzt dieses Gerät vorbestellen kann, was vorher nicht ging bei verschiedenen Händlern. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Finger da bei euch zu kommen. Da hatte ich nämlich auch schon die Info jetzt hier mit 359 Euro, weil es wurde vorher mal gemunkelt, 399. Genau. Mach ich zuerst die Ebay-Aktion auch für die Bestellung. Das weiß ich nicht, das bleibt dir überlassen, als ein bisschen günstiger. Aber was für ein lustiges Timing, dass jetzt, wann wurde es angekündigt? Vor 6 Tagen oder so? Und seit jetzt eben funktioniert eben auch die Vorbestellung in den üblichen Shops dieses Gerätes. Ich kann auch 3D All-Stars kaufen, sehe ich in der Importversion für 65 Euro.
Echt? Ne, ja, wahrscheinlich sind das so die Restbestände, die Nintendo liefert ja nicht mehr nach. Mhm. Ne? Freunde, aus dem Bauch heraus, ohne nachzugucken oder nachzudenken, wie viele 3DS-Modelle gibt es? 4. Mit dem 2DS dabei? Mhm. Aus dem Bauch heraus. Ja, ohne nachzudenken. Ohne nachzudenken. 6. Es gibt 6 Modelle. 6? 6 3DS-Modelle gibt es. Und ich gehe davon aus, yes, weil sie immer mal wieder. XL, New XL, 2DS. Okay, 5, was wäre das 6.? Ich habe hier eben gerade nochmal nachgeguckt. Ich glaube, vom 2DS gibt es verschiedene. Es gibt einmal den mit einem und den anderen mit dem 2DS XL. Du hast recht. Den habe ich doch nochmal geholt. Der sehr gut ist. Den habe ich euch beiden mal irgendwann angedreht. Beide gekauft, ja. Und ich gehe sehr stark davon aus, weil Doug Bowser das auch in einem Interview, glaube ich, mit Polygon erwähnt hat, dass diese ganze Lifecycle ihrer Konsolen, also jetzt speziell mit der Switch, dass das alles verändert wurde dadurch, dass das jetzt mittlerweile eine Hybridkonsole ist. Und ich gehe fest davon aus, dass das hundertprozentig genau denselben Weg gehen wird, wie auch schon die anderen Handhelds. Mhm. Das bedeutet, wir werden mindestens 5 Modelle dieser Switch-Konsole sehen. Wir werden jetzt hier, wir haben hier das OLED-Modell, dann wird in 1 bis 2 Jahren vielleicht eine Pro kommen. Dann wird nochmal in 1 bis 2 Jahren der direkte Nachfolger kommen mit der Switch 2. Und jeder kann für sich entscheiden, ob das jetzt für einen gut oder schlecht ist. Aber ich glaube, aus Nintendo-Sicht macht das voll Sinn. Macht das mega Sinn, dass die das jetzt so machen, weil man das eigentlich so denken müsste, dass die versuchen wollen, möglichst viele Switches natürlich zu verkaufen, aber vor allem auch ihre Base weiter zu melken. Das bedeutet, sie wollen, dass Leute, die eine Switch gekauft haben, dass sie sich im besten Falle eine andere Switch kaufen. Und dass die Switch, die du hast, dass du sie vielleicht weitergibst an deine Schwester, an deinen Bruder oder was auch immer. Und so halt dieser Influx immer wieder kommt. Und das macht aus Herstellersicht macht das mega Sinn. Aus Consumersicht richtig ekelhaft. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen, werde auf jeden Fall die Finger von dem OLED-Modell lassen, obwohl ich ein OLED-Bildschirm ziemlich geil finde, muss ich zugeben, auch dass er ein bisschen größer ist. Aber ich spiele die Switch hauptsächlich leider im Docked-Modus. Und das ist so das Kernding, was mich am meisten gestört hat. Ich habe Ori and the Blind Forest gespielt, ich habe den Nachfolger gespielt und beide haben hardcore geruckelt bei mir. Mhm. Das hat wirklich auch einfach irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und das gleiche gilt für Hades, was ich geliebt habe, mittlerweile über 100 Stunden, ruckelt immer noch stellenweise wie Sau. Dann hast du große Spiele von Nintendo selbst, die mittlerweile nicht gut laufen. Gregor hat Link's Awakening angerissen. Selbst Breath of the Wild läuft stellenweise nicht mit stabilen 30 Frames. Bowser's Fury ist auch nicht so richtig gut. Ja, Bowser's Fury hatte ich keine Hyrule Probleme mit, weil ich Warriors im Docked-Modus, oh, Alter, Hyrule Warriors, lass uns nicht damit anfangen. Finde ich persönlich super schade. Wäre auch die präferierte Version für mich gewesen. Macht leider ein bisschen Sinn für Nintendo. Muss aber nicht heißen, dass wir es kaufen müssen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wer so demnächst in die Redaktion mit seiner neuen Switch da antanzt. Schnitte 2 OLED-Switches. Ja, es dauert ja noch ein bisschen, bis sie erscheint. Ich glaube, wichtig wäre für Nintendo auch, dass sie eben einen starken Titel dazu parallel haben, um so Impulskäufe auszulösen. Es erscheint ja am gleichen Tag wie Metroid Dread. Ja. Da weiß ich nicht genau, ob das der Titel unbedingt ist. Der wird, glaube ich, cool, aber es wird nicht so ein Hardware-Seller, glaube ich, werden. Glaube ich auch nicht. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber ich gehe fest davon aus, also ich bin eigentlich zu 100% sicher, dass es sich wie dumm verkaufen wird. Dass sich das jeder holen möchte. Also wir haben immer so diese Core-Perspektive von dem Hardcore-Gamer oder von dem Enthusiasten, der gerne Videospiele spielt. Aber ich glaube, der Mainstream, der wird da richtig da auf steil gehen. Meinst du? Jeder wird sich auf jeden Fall. Aber gerade unter dem Aspekt, wenn ich kein Core-Gamer bin und Wert darauf lege, dass der Bildschirm ein bisschen heller ist, wozu muss ich mir eine neue Switch kaufen, wenn ich schon eine habe? Ja, weil die geil ist, weil du deine Switch dann einfach weitergeben kannst und dieses neue geile Spielzeug kaufen kannst. Also so wie Handys upgradet werden. Ja, genau. Das ist genau dasselbe Modell, 1:1. Das ist wie, du kaufst dir das neue iPhone.
weil der Bildschirm ein bisschen größer ist und du jetzt auch 3 Kameras hast statt 2. Ja, aber du hast auch eine bessere Leistung, das ist ja der große Punkt. Naja, nicht mal unbedingt stellenweise. Du hast die großen Upgrades, aber du hast auch so Zwischenmodelle, die auch verkauft werden. Ja, stimmt. Und das ist genau das Ding hier mit der Switch. Die hätten auch ein neues Betriebssystem machen müssen, wo die alten anders groß sind. No? Dann gibt's nochmal extra Grund. Vielleicht wird doch die alte Switch dann künftig gedrosselt über ein Update oder so. Die wird dann völlig unbenutzbar langsam. Oh, du kannst leider mit der alten Switch nicht mehr in den E-Shop. Das funktioniert nicht mehr. Schade. Aber du kannst dir eine OLED kaufen. Aber du hast es in unserem Slack erwähnt, die normale Switch, da gehe ich auch von aus, die wird einfach auslaufen. Die wird nicht mehr im Handel. Du meinst nicht die Batterie, sondern das Modell. Das Modell, ja. Das wird es dann irgendwann nicht mehr zu kaufen geben und die OLED wird dann der neue Standard. Hm. Und irgendwann kommt dann das neue Modell und das ist dann das Upgrade da für die Leute, die gerne im Dock-Modus spielen. Dann hast du die Version, die gerne im Handheld-Modus spielen. Das ist die Switch Lite. Mini? Lite. Und dann hast du halt die Basisversion mit der OLED-Variante. Und so geht das halt immer weiter. Ich glaube, von der Switch, da werden wir noch sehr viele Jahre sehr viel sehen. Deswegen bin ich zum einen ernüchtert, aber zum anderen gehe ich fest davon aus, dass es noch so eine Pro-Version geben wird. Und deswegen werde ich die mir erstmal nicht holen. So, was ist denn gleichzeitig die Frage an euch? Eure Wunschversion einer Switch, wie würde die schon aussehen? Würde euch denn schon reichen, dass sie mehr Leistung hat? Oder habt ihr noch ein paar andere Punkte, die ihr gerne in einem Nachfolgermodell sehen wollt, die ihr dann auch sofort kaufen würdet? Ich würde sagen, also wichtig für unterwegs, der OLED-Screen ist schon mal ein sehr guter Anfang, Batterieleistung. Ne? Müssen wir mal gucken, inwiefern sich der OLED-Screen, der wird natürlich mehr Energie ziehen. Ob jetzt die Batterie drin das kompensiert beispielsweise für das neue Modell bei einem nochmal verbesserten, was eventuell auch mehr Leistung bietet, würde die Batterieleistung noch weiter runtergehen. Und wenn du dann für einen Tag aufladen, eine Stunde spielen kannst, wäre das auch nicht so ganz geil. Ne? Das ist ja auch häufiger mal, wenn du diesen Standby-Modus bei der Switch machst, da leert sie die Batterie ja trotzdem irgendwann mal. Ja. Das sind andere Geräte so ein bisschen besser. Das müsste verbessert werden. Die Controller müssen verbessert werden. Nicht das Grunddesign an sich. Die können von mir aus beim Joy-Con bei der Form bleiben, weil die Spiele sind ja auch ausgelegt dafür mit Abtrennen und jemand das in die Hand geben, falls das jemand wirklich so machen sollte. Aber an sich für den Preis wirken sie schon vergleichsweise below, finde ich. Für diese 70, 80 Euro, die so ein Paar kostet. Und dieser Drift müsste nicht sein. Die könnten einfach sich angenehmer anfühlen. Nicht so krampfig, nicht so klein und alles. Und am wichtigsten wäre einfach höhere Auflösung und bessere Leistung. No? Also wenn ich mir auf dem PC für einen Bruchteil der Kosten eine Grafikkarte holen kann, es muss keine 380, 390 Ti oder whatever sein oder was sie da kosten, aber du kriegst ja schon wesentlich bessere Leistung, wenn du 100, 200 Euro oder sowas ausgibst auf dem PC, wenn du eine alte Grafikkarte drin hast. Und dass du gar nicht die Möglichkeit hast, Switch-Titel besser zu spielen, es sei denn, du gehst dann in Richtung Emulation, die ja auch mittlerweile fortgeschritten ist, aber es ist mir alles noch viel zu aufwendig, wie das funktioniert. Ich will einfach ein gutes Grundmodell haben, wo ich sage, ich schmeiße eine gute Auflösung hin, ich will gerne feste 30 oder 60 FPS haben bei Spielen, dass es nicht aussieht, dass ich erstmal das kalte Kotzen bekomme, wenn ich von PS5 und Xbox und PC zurückgehe zur Switch. Und das wäre das Hauptargument für mich. Ich kann das nur unterstreichen, was Gregor sagt. Die Leistung müsste auf ein adäquates Level gebracht werden. Also klar, du wirst immer Kompromisse haben bei einem bestimmten Preis. Dann sollte es noch mobil sein und der Akku soll nicht nach einer Stunde leer sein. Aber einfach eine feste Framerate irgendwie erreichen. Und dann meinetwegen im Handheld-Modus kann der Screen 1080p sein. Jo. Von mir aus, das muss auch keine Dock-Konsole mit 4K dann sein. Das können sie auch bei 1080 belassen. Mhm. Aber einfach die ganze Benutzerführung irgendwie optimieren. Das muss alles viel schneller gehen. Da durch die Menüs zu navigieren und Download noch mal anzuwerfen. Ordner, es ist jetzt, wir sind 4,5 Jahre mit der Switch unterwegs. Selbst die Wii und die Wii U konnten Ordner erstellen. Also bei der Switch hat sich nichts geändert an der ganzen User Experience, die du mit der Switch hast. Und das finde ich einfach schade. Auch deine Spielebibliothek, okay, du kannst im Store dann noch mal gucken, welche Titel du hast, aber auf dem Hauptbildschirm taucht dann alles auf, egal ob es installiert ist oder nicht, ob du mal ein Modul reingepackt hast oder nicht, und da mal durchzutauchen und zu gucken, was ist auf deiner SD-Karte drauf. Was ist da drauf, das zu sortieren und schauen? Das ist auch alles irgendwie nicht komplett zu Ende gedacht. Das ist auf jeden Fall ein bisschen Nachholbedarf, was das angeht. Aber sag nochmal, wie du sie dir wünschen würdest, Elias. Ey, kennt ihr diese,
dieses Upscale-Feature von Nvidia, wie heißt das nochmal? DLSS. So, DLSS. Könnt ihr das grob erklären, wie das funktioniert oder was am Ende bei uns rauskommt? Naja, du verwendest halt interne niedrigere Auflösung, damit die Ressourcen nicht so hart beansprucht werden, und dann wird laufender KI-Algorithmen drüber und die sorgen dafür, dass das Bild wieder hoch skaliert wird und dann genauso aussieht, als wäre das Spiel mal nativ in 4K berechnet worden. Tatsächlich ist die Auflösung und der Anspruch dahinter an die Hardware aber sehr viel niedriger und das spart dir einfach Rechenpower ein, und deswegen können die Frameraten sich teilweise ganz erstaunlich erhöhen, und es ist ja auch ein beliebtes Hilfsmittel, um eben bei manchen Spielen, wenn du nicht gerade eine 3090 hast, trotzdem bei 4K irgendwie, also bei 4K 60 Frames oder mehr zu erreichen, und das ist aber was, da müssten sie von der Architektur, ich glaube nicht, dass sowas, dieser Tegra-Chip, der da verbaut ist, der war damals schon alt, 2017, da müsste eine ganz andere Technik rein, um so ein Supersampling auch bei der Switch benutzen zu können, weil das wäre eine Lösung. Genau, darauf wollte ich hinaus, dass man, wenn du halt wirklich eine neue Switch hast, die so inhaltlich auch von ihren Specs sich von der aktuellen Version unterscheidet, dass man vielleicht so in diese Richtung geht, dass ich brauche bei Nintendo kein 4K, das hast du vorhin auch schon erwähnt, dass du, das sind halt Spiele, ich habe eine PS5, da kann ich die 4K-Sachen spielen, oder eine Xbox Series, die du dann zu Hause hast. Auf der Switch will ich halt einfach so quirky Spiele, Indie-Spiele oder halt Nintendo-Spiele spielen, die jetzt nicht überragend aussehen müssen, aber ich will, dass sie halt vernünftig laufen. Und ich möchte auch, dass hier und da mal so das ein oder andere Indie-Spiel, das vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist, gut drauf läuft. Und ich finde, dass diese DLSS-Lösung so die perfekte Variante dafür wäre, dass man das vielleicht so ein bisschen anpasst, modifiziert für halt eine Nintendo Switch-Hardware. Und genau das würde ich mir wünschen für eine Nintendo Switch Pro oder eine Switch 2, wie man es nennen möchte. Dazu kommt der Akku. Gregor, du hast es gerade erwähnt, könnt ihr mich mal ein bisschen aufklären, was so diesen OLED-Bildschirm betrifft? Weil der ist ja eigentlich sparsamer als ein LCD-Bildschirm, oder? Schwierig. Also ist ja eine andere Darstellungsart, ne? Ich glaube, bei OLED ist der Unterschied ja, dass nur die Pixel dann angesprochen werden, die auch wirklich benutzt werden, und der Rest dann quasi wirklich schwarz bleibt, dass du nicht immer diesen Grauschleier dahinter hast, wo bei TFT-Displays dann alles grundsätzlich immer beleuchtet ist im Hintergrund. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie da das Verhältnis ist, was da einspart oder nicht. Ich weiß, ich habe einen OLED-Fernseher daheim und der zieht, glaube ich, ein bisschen mehr als ein vergleichsweise TFT-Schirm, aber es kann auch nur ein Einzelfall sein. Ich habe mich da nicht so 100% damit beschäftigt, das können gerne die Chat-Experten dann sehr, sehr gerne dann nochmal ausführen, wie es ist. Ich habe das Gefühl aber, dass mit der Strahlleistung und was die Bildqualität dann angeht, dass du eventuell dann vielleicht nicht so viel einsparst. Genau, das ist der Punkt. Ich bin mir nicht sicher, es würde Sinn machen. Sie haben ja gemeint, dass die Akkukapazität eigentlich gleich bleibt. Ja. Aber wenn die OLED, wenn der Bildschirm halt ein bisschen sparsamer ist, dann hast du natürlich ein bisschen mehr Akkulaufzeit, kann ich aber zu 100% nicht bestätigen. Also wenn irgendjemand von euch da draußen ein bisschen mehr dazu weiß bezüglich OLEDs und ihren Energieverbrauch, schreibt's gerne in die Kommentare, das würde mich auch noch interessieren. Aber das sind, glaube ich, so die zwei Hauptdinger. Ich will ein bisschen mehr Leistung, es muss nicht super viel sein und eine geilere Akkulaufzeit, und das würde für mich eigentlich schon reichen. Ich will doch einfach nur Zelda in 60 Frames spielen. Mehr möchte ich nicht. Ohne Scheiß. Mehr will ich nicht. Gib mir einfach nur 60 Frames mit Zelda und ich bin zufrieden. So, jetzt aber die Frage aller Fragen. Hier steht ja, dass Strom eher weniger ist dann anscheinend. Ja. Ne? Aber was ich beim Fernseher habe, ich habe da immer die Angst vorm Einbrennen. Ich weiß nicht, ob bei einem Handheld da nochmal. Und bei der Vita war das nie ein Problem, oder? Eigentlich nicht, aber da hat es mir auch nichts geschert, muss ich sagen. Ne? Vielleicht mache ich die jetzt an und sehe dann noch irgendwelche Menüscreens von Legend of Heroes. Ich würde fairerweise auch fragen, welches Spiel auf der Vita hättest du so lange spielen wollen, als dass du da einbrennen kann. Ich habe 200 Stunden bestimmt Legend of Heroes drauf. Ich habe letztens die Vita wieder angemacht, über 100 Stunden Persona 4. Ja, es war toll. Ich fand Motorstorm RC ganz cool am Anfang. Nein, die hat ein paar starke Spiele gehabt, aber sicherlich nicht das stärkste Portfolio. Aber schönes Handheld, wirklich schönes Handheld. Ja, ist wirklich gut. Traut ihr der Vita ein bisschen hinterher? Ja, lustigerweise, wo ich jetzt gerade drüber nachgedacht habe, die Vita hatte sowas, was ich mir von der Switch wünsche. Die war super snappy, wenn du die benutzt hast. Da ging alles schnell und so. Da musstest du nicht lange warten. Ordner. Schönes Menü, alles aufgeräumt. Du konntest da schnell navigieren und so. Wahrscheinlich, wenn du heute die Switch anmachst, die ist 10 Jahre alt. Du hast eine bessere Erfahrung damit als mit der Switch nach 4 Jahren.
Ich meine, die Switch ist nur schlechter geworden, was das angeht. Das finde ich halt wirklich schade. Auch rein die Features, nicht nur den Touchscreen vorne, sondern auch hinten für spezielle Sachen, die du auch machen kannst. Oder? Ja, aber dass die trotzdem solche Ideen schon mal hatten und die Switch hat nicht mal ansatzweise so viel für ihre Kreativität. Außer ich kann jetzt in HD melken. Ne? Bei One to Switch. Ja. Ich erinnere mich an so eine sehr krude Game Talk-Sendung, wo wir One to Switch. Ich weiß nicht, ob das wirklich Game Talk war. Es könnte so eine Switch-Launch. Nee, New Game Plus war das, glaube ich. New Game Plus sogar noch. Der Grund, warum da saßen wir in der 15 wurde. In der Ecke. Ich weiß nicht, wie ich mich geschämt habe damals dafür. Wurde da auch Just Dance noch gespielt dann? Mhm. So, liebe Freunde, die Frage aller Fragen zum Schluss. Kauft ihr euch die OLED-Version oder denkt ihr zumindest drüber nach? Oder ist das ein Ding, das für euch nicht in Frage kommt? Ja, ich werde sie natürlich aus beruflichem Interesse, habe ich sie jetzt schon vorbestellt hier während der Sendung gerade. Ich muss sie natürlich angucken, gucken, wie sie ist. Aber dann bringst du sie auch hier mal mit. Du wirst natürlich die alte auch gut verkaufen können, glaube ich. Das ist der Vorteil bei diesen wertstabilen Sachen. Die ist ja kaum im Preis gesunken. Aus dem Gesichtspunkt, ja. Wenn ich da nicht so viel für ausgeben muss, das Dock ist schöner bei der neuen. Das muss man fairerweise sagen, es sieht ein bisschen hübscher aus, das weil es diese auch Rundung unten hat und so. Stimmt, ja. Das kann man auch separat kaufen. Ja, mein Eindruck ist eher nicht im Moment, wobei ich will es nicht zu 100% ausschließen. Ich würde wahrscheinlich eher in neue Joy-Cons erstmal investieren, wenn ich wieder häufiger unterwegs bin. Das machst du ja auch, wenn du eine neue Switch OLED kaufst, hast du auch neue Joy-Cons. Habe ich auch die neuen Joy-Cons, aber das eine kostet... Fabian, dass der eine so richtig gerade gut redet. Das eine kostet 350 Euro, das andere im besten Fall 80, oh Gott, 80 für Joy-Cons, ey. Was würdest du bekommen, wenn du jetzt so eine Switch verkaufst? Ja, weiß ich jetzt gerade auch nicht so genau. Was kostet sie denn? 330 oder so? Mhm, 329. Vielleicht kriegst du noch 230 oder so. Ein Huni wirst du wahrscheinlich verlieren, würde ich jetzt mal tippen. 100 Euro für eine sind fast schon, OLED? Erinnert mich fast schon an die guten alten 360-Zeiten, ne, wo man rechtzeitig seine Konsole verkauft hat, bevor das Laufwerk kaputt geht. Wo du denkst, okay, jetzt hat es lang genug gehalten, schnell eine neue holen. Naja gut, wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Fabian bringt mal seine OLED-Switch mit, wenn er sie bekommen hat. Spätestens am 8. Oktober ist es soweit, ne? Oktober. Da werden wir ein bisschen mehr auf jeden Fall dazu machen, wenn ihr eine Meinung habt. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass ihr eine Meinung zur Nintendo Switch habt oder beziehungsweise der neuen OLED-Version. Schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie so euer Take ist, ob ihr euch die kauft, ob ihr davon die Finger lässt, ob ihr auf eine Pro wartet, ob ihr eure verkauft und die neue OLED-Version euch zulegt. Schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, denn wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert die Nummer, wie gesagt, teilen, Daumen nach oben und wenn ihr richtig heftig seid, geht ihr gerne in den Rocket Beans Supporters Club. Da könnt ihr diese Sendung auch nochmal direkt und viele, viele andere auch unterstützen. Danke, Fabian. Sehr gerne, das hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich wollte gerade schon fragen, ob ich nächste Woche wiederkommen darf. Wenn du leider habe ich Urlaub, aber ich komme danach dann wieder. Sehr schön. Sehr schön mit euch, es macht Spaß. Das freut mich. Dann erzählst du uns, was du mit der... die OLED Switch ist noch gar nicht da, ne? Sonst die habe ich dann schon wieder storniert, da habe ich dann was anderes schon okay. gestellt. Erzählst du andere Sachen dann. Alles klar, danke euch. Danke euch da draußen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.